Die Story of Life, die Holtenauer Hochbrücke in Kiel, die ist total zu. Ja, genau, die ist total zu und das kann ich auch nicht akzeptieren, denn Jerry B. Anderson rief mich heute Morgen an und er hat auch gesagt, alles unnormal im Step. Ich habe gesagt, jo klar, Jerry, aber weißt du, ich habe gesagt, Obama kommt. Hat er gesagt, bring ihn doch mit, habe ich gesagt, alles normal. Und Putin soll ja auch mitbringen und alles ist normal. Und wir wollen am Volleyballplatz unten an der Kiellinie noch eine kleine Party veranstalten. Und dann werden wir uns mal ein bisschen um die Holtenauer Brücke kümmern. Und dann sagen, ah ja, genau, und Thorsten Albig und der ganze andere Verein ja, auch. Habe ich gehört, du kleine Malte, erzähl's mir doch. Ja, genau, Thorsten Albig und die Bürgermeisterin von Kiel kommen und der Obama kommt, das ist natürlich cool. Der läuft dann auf die Holtenauer und das ist schon cool. Ah, dann geht ihr in die Course of Life, ha? Erzähl's mir doch, ich kann mir das Ronz nennen, du kleine Maid. Ja, genau, wir wollen dann mal mit Thorsten ein bisschen an die Course of Life, unten Red Light, auf die Yubi Bar. Und ich denke mal, Obama ist eigentlich so gut drauf, dass er auch gerne mal ein schönes kleines Bierchen da unten trinkt. Das ist schon eine smarte Number mit dem Zahn. Putin, weiß nicht, ob der so smart ist, muss ich mal watchen, ob ich den auch mal einlade, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall werden wir die Holtenauer Brücke freemaken. Das denke ich, wird bald passieren, denn bald ist ja die Beach-Time in Kiel und dann muss sowas klar gehen, denke ich mal. Ah, du bist mir so eine kleine Maid. Ich kann mir das richtig Franz nennen. Also es ist bald Beach-Time und du bist auch der Meinung, dass alles normal ist. Aber ich danke dir jetzt erstmal, dass du hier warst. Ich finde, du bist eine smarte Maid. Du machst alles normal im Moment und Obama ist ein smarter Freaky. Alles normal machen.